Herzlich willkommen, meine lieben Freunde bei Pokémon TM, zu Tag 7 unseres Hashtag Road to SM5. Wir öffnen heute, oder Dennis öffnet heute. Ja, weil nachdem der Stefan gestern überhaupt kein Glück hatte, Ja. denke ich, es wird mal Zeit für Wurde ich. vier Rainbow Rares. 4 Gold Cards. Ja, man muss sich hohe Ziele setzen. Was ist die Chance von einer Gold Card? 0,0. 0,05, also, oder sagen wir mal, vielleicht 1%. Treff die mal. Ja, triff mal 1%, ey. Wer 100, wie viele Karten? 170? 150? 160 Was hat war das die Set. Gold Card? Der wurde mich ja vorher gesperrt geschickt, ja. Ja. Flo, guck mal schnell nach, weil das dürfte ja entweder die letzte oder die vorletzte Karte aus dem Set sein. 173 von 156. So sieht das Ganze aus. 173 Karten, Alter. Pre-Release. Pre-Release, Solgaleo. So, Boys, was haben wir denn für eine Promo hier drin? Ich würde mal sagen, es wird wieder Zeit für Heatran. Auf jeden Fall. Ich bleib beim Waschrotom. Trump. Waschrotom, das ist Trump. Oh, ist Trump. Trump. Ja. Das ist Trump. Oh, man. Der Trumpy. Wollen wir mal gucken, ob eine Cynthia dabei Trumpy ist. Boy ist halt echt gut. Ja. Sieht trotzdem kacke aus. Empoleon und Knackack nochmal, oder? Nee, nee. Empoleon ist Illvoltaic. Ja. Ah, ja. Oh, okay. Ja, ein Jammin. Ist sie gut? Grüße an Robodog aus dem Discord. Ja. Die bekommst du haben, die Karte zu tauschen. Ja, die bekommst du irgendwann noch. Was ist das? Shaman hat den auch gehört. Ja, der das wollte er haben. Und er hat keins gezogen. Im zweimal gehabt. Ja, eben. Er wollte eigentlich dir diesen abtauschen, aber er hat es anscheinend wahrscheinlich. Und wir haben wieder alle vier Artworks von den Boostern her. Ja. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt mal was Gescheites ziehen, ne? Oh. Ich kann's halt nicht. Ich bin so derjenige, der die Booster einfach aufreißt, weil. Ich mache eigentlich keine Opening. Du musst es noch lernen. Ich bin ja eigentlich hast nur, du den Code weggepackt? Ja, habe ich. Ich bin eigentlich hier nur ein Gast. Ja. Ne? So, wir haben jetzt eine Feuerenergie. Eine Silvana. Knaxel. Manaphy. Und ich lege sie dahin, wo man es nicht sieht. So, Manaphy. Ja. Ein Bronzel. Araqua, was sehr komisch aussieht. Schaut euch das irgendwie an. So ein bisschen komisch, ja. Also es nimmt so die Dinge irgendwie über den cool. Kopf, ja. Die Füße. So, oh mein Gott, da ist schaut eine Ultrapforte. Aber, schaut mal also die ich Augen. Bin boah, eine ich hab, oder ich hab Schnaps getrunken. Ja. Ja. Es fängt an, ja. Plinfa. Oh. Plinfa. Ja. Pionskora. Ja, sehr schön. Skunkapu. Skunkapu. Zenlong ist die Reverse. Ja. Und auch ganz komisch. Und die Rare ist ein. Amigetto! Die dritte. Ich habe die dritte, ist es, was wir jetzt haben. Ist auf jeden Fall sehr spielbar. Und es ist auch ein Reprint aus dem letzten Set, Aufziehen der Sturmröte. Noch immer. Warum auch immer richtig, nur mit alternativen Artwork. Wow. Aber erster Hit. Erster Hit. Und ich leg's schon wieder da. Genau. Leg die Booster dahin. Weg, ja genau. Leg die Booster ins Licht. Jetzt ein bisschen vorsichtiger und schauen. Ich guck einfach, was es gar nicht genau. So, ich habe jetzt keine Ahnung. Vorne. Du machst einfach nur die 4 nach vorne, das ist eigentlich auch keine blöde Idee. Ja, weil dann ist die Energie vorne und ich muss nichts raus. Du machst auf Darion, so, glaube ich, oder? Nee, macht ihr überhaupt noch? Darion macht überhaupt keine Karte. Darion macht. Ah, okay. Ich hab schon. Okay. Und wenn was Geiles ist, dann schreit er Gyarados und das war's dann. Was zur Hölle ist das eigentlich? Das Bestellpad. Wirf eine Münze, durchsuche bei Kopf dein Deck nach einer Itemkarte. Zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Ja, ist nicht schlecht, weil es eine Itemkarte ist. Du heißt, du kannst eine Supporte auch nochmal spielen. Um ja, aber das Problem ist, würfel eine Münze. Würfel eine Ach Münze so. Ist immer scheiße. Würfel eine Münze ja, ist immer gut. Würfel eine Münze ist. Ist sowieso. Würfel okay, wir haben Drift Zeppeli. Ein Hasbiroa. Ist überhaupt ein Driftlonde? Ja, klar. Ja, okay. Haben wir schon öfters gezogen. Ah, hab ich ein Hippopotas. Quatermark. Shinox. Venuflibis. Und? Ein Reverse Holo Knaxel. Und die Rare ist ein Illvoltag. Illvoltag, okay. Weiter geht's. Ja, einen Hit haben wir eh so. Also, es hat sich schon wieder gelohnt, dass du die Box aufgemacht hast und nicht ich. Stimmt. Mach dich nicht schlechter, wie du bist, weil beim Adventskalender waren doch saugute Puls dabei. Ja, wow. Kann man ja nicht meckern. Das stimmt. Da hatte ich aber auch die Hilfe von Lunala und Solgaleo zum Schluss. Ja, Mann. Lucky Charms. Ja, meine Lucky Charms. So, die. Das war so cringy. Elektroenergie. Hallo. Bronzong. Hallo. Fehlendes Kleeblatt. Ich habe am Anfang flehendes Kleeblatt. Fleh. Es fleht. Ja, es sieht sehr flehend aus. Bamelin.
Evoli. Gibt es auch zwei Evolis? Ja, es gibt selten, zwei, ja. Evoli von der Pferd. Oh Mann, dieses Artwork, ey, mit den ganzen, ja, Evolis drauf. Das ist ja super. Super, super viele Molong, Karten, die zwei Artworks haben. Wow. Celast. War noch ein Celast. Riolu. Die Reverse ist ein Evoli. Evoli. Und die Rare ist ein Heatran. Heatran, okay. Haben wir auch noch nicht. Holo, ne? Haben wir auch noch nicht. Hatten wir schon. Nee. Die Nein, Holo? Die Holo hatten wir noch nicht. Wir hatten nee, nur die aus den Decks. Ach so. Ich dachte mal, ich hätte die auch schon mal gesehen. Die ist auch so off-centered wie meine. Ja, geht. Aber meine ist noch heftiger. Ja. Letztes Booster. Code geht an euch. Könnt ihr aber erst am 2. Februar einlösen. Ja. Haha. Weg. Ja, der Code. Finaler Hit. Mal gucken. Pflanzenenergie. Cosmo-Wurm. Oh, das ist Reprint. Der Reprint aus SM1. Exakt der gleiche Reprint, nur ja, als Ankommen. Ja, ja, hässlich. Es ist die gleiche Karte. Hässlich. Lebel. Aber jetzt nicht mehr eine Rare. Ja, ja. Richtig. White. Hätte auch bei Sonne und Mond schon keine Rare sein sollen, meiner Meinung nach. Lebel. Jan Mega. Schlurp. Minuf Liebes. Charmian. Driftlon, da ist ein Driftlon, den du gesucht hast. Okay, alles klar. Ein Alola Sandan. Rex Blizzard. Und? Und die Rare ist ein Magnezone. Magnezone. Aber ist ein Hoch. Auch sehr spielbar. Ja, ja, sehr so gutes Kit. Sehr spielbar. Eigentlich ein Must für jedes Stahldeck. Stahldeck, ja. Magnezone. Also da bin ich mal gespannt, wie sich die entwickeln wird. Wie es allgemein mit diesen Stahldecks weitergeht. Und wieder eine sehr gute Box. Ja, wieder eine gute Box. Eine sehr gute jetzt, aber gut. Aber nett. Durchschnitt. Durchschnitt. Wir können mittlerweile eigentlich echt so sagen, es ist Durchschnitt. Durchschnitt, ja. Also Leute, dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Nicht vergessen, Insta followen. Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Code. Oder diese tollen, wo sind sie denn? Wo sind die Poplios? Ah, diese tollen Poplios. Da haben wir immer noch einen Haufen. Also wenn ihr Poplios braucht, wir verlosen die vielleicht und unterschreiben die und dann könnt ihr so ein tolles Wasserpistolen-Poplio haben. Nein, ich sage es nicht, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Aber damit könnt ihr garantierter Spaß im nächsten Sommer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.